Die Wirtschaft und auch die Aktienmärkte weltweit sind manipuliert. Das ist jetzt eine Aussage, die für viele nicht wirklich was Neues ist. Es gibt aber auch wiederum andere, die hören das jetzt und sagen, oh, wie kann der Jan sowas sagen? Das ist total kritisch. Er kann doch nicht einfach behaupten, dass irgendwas manipuliert ist. Es ist doch alles ganz normal auf der Welt. Aber lasst mich auch für die Leute, die an der Aussage zweifeln, einmal ganz kurz erklären, wie ich das meine. Denn in diesem Jahr wählen ja so zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Weltbevölkerung eine neue Regierung. Ich glaube, es sind ungefähr 88 Volkswirtschaften, die in diesem Jahr schon gewählt haben oder noch wählen werden. Und im nächsten Jahr sind es nochmals deutlich mehr. Und kombiniert mit den Volkswirtschaften, die an Anfang nächsten Jahres wählen, sind wir dann nahe der Zweidrittelmärkte. Und ich denke, jedem dürfte klar sein, dass Regierungen auf aller Welt daran interessiert sind, auch wiedergewählt zu werden. Denn das ist leider in Augen der Politiker häufig ihr Job. Ja, es geht nicht darum, das Wohle des Bürgers zu steigern, sondern der Job, den Politiker wahrnehmen, ist ganz häufig Eigeninteresse, die Politik, die Partei und sich selber an der Macht zu halten und damit natürlich das verbundene Interesse an beispielsweise dem Einkommen. Und jetzt, wenn man das so gehört hat, dürfte vermutlich wieder jeder zustimmen. Ja, Politiker, die sind vor allem an ihrer eigenen Karriere interessiert. Und die Bevölkerung ist dann gewillt, diese Karrierepläne weiter fortführen zu können, wenn die Regierung auch in der Lage ist, wirtschaftlich für die Bürger möglichst alles gut laufen zu lassen. Wir sehen es ja auch hier bei uns in Deutschland eigentlich relativ gut, oder? Hätte nämlich dieses angekündigte grüne Wirtschaftswunder, was man uns so ein bisschen versprochen hat, auch nur im Ansatz funktioniert, dann wären sicherlich auch weniger Menschen so, sagen wir mal, maßlos enttäuscht von der progressiven Regierung in unserem Land. Da auch in den USA ja die Biden-Regierung an einer Wiederwahl interessiert sein wird und auch Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, nicht an einem Wahlsieg Trumps interessiert sein dürfte, da Trump bereits angekündigt hat, ihn feuern zu wollen, sobald man Trump wieder ins Amt wähle, könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass auch die US-Wirtschaft mit einer gewissen fiskalen Manipulation und einer gewissen Voreinstellung geleitet wird. Ja? Und darum nennen ja auch viele Kritiker der US-Geldpolitik das Ganze die Bidenomics, ja? Also Biden-Economics. Und der internationale Währungsfonds IWF, der hat nun eine Analyse zur Fiskalpolitik der Welt in diesem Superwahljahr gemacht. Und was da auch schwarz auf weiß drinsteht, das ist ein klares Zeichen auch dafür, dass wir hier nicht mit irgendwelchen Pseudo-Analysen in den letzten Monaten gearbeitet haben, sondern dass so langsam auch die ganze Welt anfängt aufzuwachen. Ja, IWF ist ja durchaus auch eine Institution, von der man halten kann, was man möchte, auf die aber durchaus viele Leute schauen. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Mein Name ist Jan Willhoef von axenocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetalle und Rohstoffaktien. Und wenn euch hier dieser kostenlose Mehrwert, den wir geben, gefällt, euch was bringt und ihr das Gefühl habt, dass ihr uns gerne etwas zurückgeben wollt, könnt ihr das gerne völlig kostenlos tun. Beispielsweise mit einem kurzen Kommentar unter dem Video oder auch mit einem Daumen nach oben. Kurze Anmerkung noch, heute bereiten wir uns vor auf die Investmesse und unser neues Magazin Stocks to Perform 2024 ist rausgekommen. Falls ihr das in der Vergangenheit schon mal in der Hand hattet, kann ich euch sagen, es wird völlig anders. Es ist deutlich dicker als sonst. Wir haben, glaube ich, 72 Seiten. Es ist viel mit Inhalten gefüllt, mit Sachen, die nicht nur um Firmen gehen. Es sind viele neue Firmen drin. Es geht viel um Rohstoffe, aber auch Geopolitik, auch eine Seite über Bitcoin und die Performance in 2024. Also wir haben recht viel dran gearbeitet, deswegen auch viele schlaflose Nächte in den letzten Tagen und Wochen. Jetzt ist es endlich angekommen. Morgen geht's los. Morgen wird auch kein Video kommen, am Sonntag auch nicht. Ich hoffe dann, dass es Montag, Dienstag wieder weitergeht. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Video. Ich möchte einmal ganz kurz ein, zwei Absätze aus diesem Report vorlesen. Die sind jetzt hier, wie ihr seht, auf Englisch. Ich habe es aber mal auf Deutsch ganz grob übersetzt und euch einfach mal ein Gefühl geben, was hier so auf diesen 128 Seiten geschrieben steht. Ja, das ist jetzt wirklich nur mal ein kleiner Ausschnitt. Also, die zwei größten Volkswirtschaften, die werden auch die globalen Trends entscheiden. Und zwar China und die Vereinigten Staaten. Sie prägen die globalen finanzpolitischen Entwicklungen und Aussichten entscheidend mit. In beiden Volkswirtschaften wird sich die Staatsverschuldung bei der derzeitigen Politik bis 2035 voraussichtlich fast verdoppeln. Jetzt ist hier die Abbildung 4.1 verlinkt, da müssen wir 1.4, Entschuldigung, einmal ein bisschen runterscrollen. Ja, und zwar haben wir es hier.
Wir sind aktuell im Jahr 2023 und hier sehen wir dann nach dem Strich, das ist die Projektion in die Zukunft. Die rote Linie ist China, die blaue die Vereinigten Staaten und wir sehen, dass sich die Staatsverschuldungen deutlichst erhöhen werden. Und das sind ja nur mal die offiziellen und konservativen Zahlen. Das sind wahrscheinlich noch nicht die, die es am Ende sein werden. Weiter steht hier im Text oben, die Art und Weise, wie diese beiden Volkswirtschaften ihre Finanzpolitik gestalten, könnte daher tiefgehende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und, Achtung, erhebliche Risiken für die fiskalischen Basisprojektionen in anderen Volkswirtschaften mit sich bringen. Ja, also das schon mal eine kleine erste Warnung, die man hier seitens des IWFs mitgibt, aber es geht hier noch weiter, denn im nächsten Absatz, da geht es nochmal explizit ganz kurz um die Vereinigten Staaten jetzt im Kontext mit dieser Staatsverschuldung, die wir ja häufig hier auch als Referenz nehmen, wenn wir sagen, die Lage ist kritisch. Und zwar steht hier, wieder grob auf Deutsch übersetzt, im Jahr 2023 verzeichneten die Vereinigten Staaten bemerkenswert große fiskalische Fehlentwicklungen. Wobei das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit trotz des starken Wachstums von 4,1% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2022 auf 8,8% des BIPs anstieg. Zudem sind die Einnahmen der Einkommensteuer stark zurückgegangen, und zwar um 3,1 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts, was auf niedrige Kapitalertragssteuern im Jahr 2023 und verzögerte Steuerzahlungsfristen zurückzuführen ist. Die Ausgaben wiederum stiegen um 1,3 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts. Also wer jetzt sagt, das sind unfassbar viele Zahlen, dem kann man das so kurz zusammenfassen. Man hat deutlich weniger eingenommen durch die Steuern, man hat deutlich mehr ausgegeben. Zudem hat sich das Haushaltsdefizit deutlichst erhöht, was ein großes Problem darstellt. Und weiter in diesem Bericht, ja, also wie gesagt, der ist 128 Seiten lang, steht eben auch, dass man in dem kommenden Jahr ein Defizit im Haushalt der USA von 7,1% erwartet. Und das ist nur mal, um so einen Maßstab zu bekommen, mehr als das Dreifache des Durchschnitts von anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Ja, aber hier in dem Bericht werden eben nicht nur die USA und wie gerade schon gesagt China erwähnt, die laut diesem Bericht eben dringend handeln müssen mit ihrer Fiskalpolitik, sondern man spricht auch über Italien und England, die auch nochmal beide ausdrücklich erwähnt werden. Wir werden euch den Artikel oder beziehungsweise diesen Bericht vom IWF verlinken, ihr könnt es euch gerne angucken. Auch der IWF gibt mehr oder weniger zu, dass die aktuellen Entwicklungen auf dieses Mega-Wahljahr zurückzuführen sind und sich die Politik sicherlich auch damit ihre Stimmen kauft. Ja, im Bericht war es natürlich nicht ganz so deutlich ausformuliert, wie ich das jetzt mache, aber hier wieder ganz grob übersetzt heißt es, die Risiken von Haushaltsverfehlungen sind besonders akut, da 2024 das große Wahljahr ist. Also das zeigt so ein bisschen, dass mein ja, daraus schlussfolgernder Satz, den ich davor gesagt habe, durchaus nicht ganz falsch sein könnte. Außerdem warnt auch der IWF-Chefökonom nochmals, dass die Haushaltslage der USA laut seiner Aussage besonders besorgniserregend sei. Es ist also aus unser aller Sicht wahrscheinlich klar, dass die USA und vor allem auch China ihre Probleme mit Geld vor sich herschieben. Mit Geld, was sie nicht haben, mit Geld, was sie sich leihen, mit Geld, was aber die Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Art und Weise trotzdem zu spüren bekommen. Denn auch Sonderschulden, Sonderausgaben und Sonder-Sonder-Sonder-Doppelwumse, wie auch immer man sie nennen möchte, an allen Ecken und Enden der Welt, sind am Ende des Tages eines: Geld, was man nicht hat. Und wenn die ganze Welt mit Geld, was sie gar nicht hat, herumspekuliert, kann man schon fast sagen, ja, gucken wir uns mal an, woher entstehen denn die ganzen Krisen? Nun ja, häufig entstehen Krisen durch Blasenbildungen. Das heißt, Menschen kaufen irgendetwas, zum Beispiel eine Immobilie, in der Hoffnung, dass sie jemand anders teurer wieder abkauft. Das lässt sich hervorragend in China erkennen, denn dort wurden Immobilien gekauft und es gibt tatsächlich mehr Wohnraum, meines Wissens nach, als wirklich Bürgerinnen und Bürger in China diesen Wohnraum auch benutzen könnten. Das bezieht sich nicht auf die großen Metropolstädte, sondern im gesamten Land. Es gibt dort teilweise wirklich Geisterstädte, wo niemand drin wohnt und auch niemals jemand drin wohnen wird. Trotzdem gibt es diese Bauobjekte, trotzdem gibt es Investoren dafür, die diese Immobilien gekauft haben, in der Hoffnung, dass irgendwann jemand anders kommt und noch blöder ist und noch mehr Geld bezahlt. Und das ging tatsächlich jahrelang gut. Und warum geht das gut? Weil man mit Geld spekuliert, was man nicht hat. Und das wird uns allen auf die Schnauze fallen. Und das muss einfach allen klar sein, weil es heißt immer wie, oh, Crash-Propheten, oh, ihr redet so viel über einen Crash.
Es ist völlig egal, wie dieser Crash aussieht, ob es eine riesige inflationäre Blase ist, die platzt, wie Dimitri Speck das als These in seinem Buch auch sehr gut beschreibt, oder ob wir tatsächlich ein ja, über Nacht dastehendes Ereignis haben, wo innerhalb kürzester Zeit Aktienkurse um 50%, 60%, 70% fallen. Es muss einfach allen klar sein, dass das nicht mehr lange so weitergeht. Und das schreibt jetzt auch schon der IWF, der Internationale Währungsfonds. Also das müssen wir einfach alle wissen, alle auch in unseren ja, Anlageentscheidungen, aber auch in unserem täglichen Leben immer im Hinterkopf haben. Das, was hier auf der Welt passiert, diese massiven Anstiege, Indizes auf dem Allzeithoch, ja, es wird ja immer damit argumentiert, selbst wenn, ne, so für ETF-Investoren heißt es ja häufig, ja, selbst wenn, wenn auch mal der ETF so ein bisschen einbricht, langfristig wird ja die Wirtschaft immer steigen und dementsprechend glaube ich nicht, dass man dann Verluste langfristig hat. Ja, so heißt es ja so ein bisschen seitens der ETF-Verfechter und macht doch einfach ein bisschen passiven Sparplan, wenn ihr euer Geld schützen wollt. Das mag in der Theorie stimmen. In der Praxis ist es aber so, dass die Bewertungen der Aktienmärkte relativ betrachtet zum Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt so hoch sind wie nie zuvor. Ja, was ebenfalls wieder auf eine massive Überbewertung hindeutet. Und wenn wir uns nun mal angucken, wie ein Blasenplatzen aussehen kann, schauen wir doch mal 1989 nach Japan. Denn da stand der Nikkei, der japanische Index, so hoch wie heute. Wir haben jetzt nach ungefähr 35 Jahren den alten Höchststand des Nikkeis wieder eingeholt. Wer also der Meinung ist, er legt sein Geld einfach fröhlich in irgendwelche Dinge an, die ja, laut Aussagen einiger Leute in einer Blase sind, der kann das Risiko laufen, dass er sein gesamtes Geld, was dort heute drin ist, verliert und in 35 Jahren dann wieder auf plus minus null ist. Das ist Menschen passiert, die der Meinung waren, sie müssten voll in die japanische Immobilienblase laufen. Und das wird voraussichtlich auch wieder anderen Menschen passieren, die jetzt in andere Blasen laufen. Das Ganze ist eine Frage der Zeit, das zeigt die Historie, das zeigen viele historische Daten und Beispiele. Wenn euch das Ganze interessiert, dann versuchen wir euch auf unseren Vorträgen auf der Investmesse dort nochmal mehr an unseren Gedanken teilhaben zu lassen. Wir versuchen das Ganze immer möglichst, ja wie soll ich sagen, einsteigerfreundlich zu erklären. Wir haben zwei Vorträge auf der Invest, einen Freitagnachmittag, einen Samstag früh. Die Daten werden eingeblendet. Kommt auch gerne zu unserem Stand. Wir haben eine kleine Bar, wir laden euch ein. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch alle einen Stocks to Perform mit nach Hause nehmt. Wir haben unfassbar viele Kartons hier gerade neben mir stehen. Die möchte ich am liebsten dann am Montag hier nicht mehr haben. Ich freue mich, euch zu sehen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann bis Freitag und Samstag auf der Messe.